Und da bin ich wieder. So, und jetzt fahren wir da kurz hin und machen ein bisschen Dorfklatsch. Boah, da geht die Datenrate gleich wieder richtig geil in den Keller. Hallo? Ja, merkt man. Komm, das kriegen wir hin. Wird jetzt richtig gut. Zum Glück geht's hier nur gerade aus. Oder es kommt ein anderer Spieler und rammt mich einfach komplett weg. Gut, das habe ich auch so vermisst, ey. Da bin ich so glücklich, dass man so halb durchsichtig ist in The Crew Motorfest. Also mit diesem Gegenfahren. Also das regt mich nämlich auch in The Crew 2 immer super auf, wenn irgendwelche Spieler kommen und einen dann halt einfach so volle Kanne wegrammen. Ja, komm, mach rein. Ja, Las Vegas. Da gibt es auch einen schicken Autohändler, der auch schöne Autos hat. Hier gibt es, glaube ich, immer den Autohändler mit dem Hammer, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo? Ist halt so krass. Ich habe halt das Gefühl immer, wir hätten halt irgendwie zwischen The Crew 1 und The Crew 2 noch ein anderes Spiel gespielt, oder ich denke immer, bestimmte Sachen wären schon The Crew 2 gewesen, die ich so lange Hey aufgenommen Chico, habe. Alita, wie läuft's? Aber Super. Ich soll für deine Freundin richtig. Type 10 Unterstützung besorgen. Sie ist nicht. Ach egal. Fahr fort. Das ist dein erstes Treffen mit den Jungs hier, also schinde Eindruck. Ich schick dir jetzt eine Route. Nee, also es Alex, ist. die hiesigen Five Tens treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denk dran, du bist jetzt ein V4. Okay, Eindruck schinden. Jo, guten 510-Häuptling hier zu haben. Willst du fahren? Immer. Auf geht's. Was ich sagen wollte ist, ich denke immer so oft, Sachen wären halt im Gefühl 2 dann schon gewesen, aber. Alter, was war das denn? Warum startet der denn im Rückwärtsgang besoffen? Alter, was war das denn? Startet der Wagen einfach im Rückwärtsgang, geil. Boah, Alter, danke für nix. Danke, Wagen, dass du mich so weggerammt hast hier, dass ich jetzt einen riesen Umweg fahren muss. Aber auch nett, wirklich. Danke. Diese Steuerung, ich breche ins Essen. Oh, ich hab's ver. Kann ich das bitte wiederholen? Das ist ja echt der größte Rotz hier. Nein, ich möchte dieses Intro nicht nochmal sehen. Dieser geile Unterschied, dieser Unterschied zwischen diesem komischen, ich habe ein voll langes Dings und gar nichts bei Te und schon wieder. Ey, ich glaub's nicht. Warum ist denn das Spiel da verbuggt? Oder ist das, soll das extra so Schikane hier sein, die mir gemacht haben? So, was ich jetzt aber sagen wollte, ist halt, viele Sachen wirken immer so für mich, als wäre es in The Crew 2 passiert oder so. Weil wir The Crew 1 so lange gespielt haben und es da so viele Updates gab. Gerade dieses eine Grafik-Overhaul halt immer und so, dieses, als halt eben das Summit reinkam und so. Da hatte ich halt immer das Gefühl, ich spiele dann halt ein komplett neues Spiel schon. Das war halt damals, als es The Crew 2 noch nicht gab. Oh, nicht schon wieder das gleiche Auto, ey. Ich glaube es nicht. Wie kann denn der Wendekreis genau so scheiße sein, dass ich nochmal gegen dasselbe Auto fahre? Das war halt damals unser The Crew 2, so, ne? Als es The Crew 2 noch nicht gab. So, und das muss man sich halt auch mal geben. Dass das Spiel schon eigentlich eine komplette Iteration hinter sich hat hier. Die Story und so ist zwar natürlich noch die gleiche, aber alles, was dann draufgebaut wurde, das ganze Endgame und so, ist natürlich also komplett hier, ne? Nach einer kompletten Iteration. Ebenso wie halt eben die Grafik. Ich würde gerne die alte nochmal wieder sehen. Also, weil vorher, da hatte ich halt auch schon, da war ich auch schon so zwiegespalten, als das hier
dieses Update kam, weil da fand ich halt auch schon, dass Sachen vorher zum Teil besser aussahen. Es sahen aber auch viele Sachen, so wie die Lacke und so, vorher noch viel schlechter aus. Bin ich der Meinung? Boah, Alter. Also ich weiß noch, dass das ganz am Anfang manche Autos wirklich wie Plastik aussahen. Alex, wenn du gewinnst, frage die Jungs nach Daria. Meine Schwester steckte tief in der 510-Szene hier. Verstanden. Das hat überhaupt nichts gebracht, ne? Der hat gar nicht runtergeschaltet, als ich ihn runtergeschaltet habe, der Drecksack. Oh, ich schalte doch. Da hätte ich gut abkürzen können, habe ich aber nicht, weil ich dumm bin. Scheiße, scheiße! Komm, mach! Fahr halt jetzt die Kurve! Alter, diese Steuerung. Und da schlägt mir das Lenkrad einfach wieder voll rein hier, ganz random. Zack, bam, voll einmal schön. Fast da, Rennfahrer. Warum tut es das? Warum, macht dieses Spiel? Ich hasse das. Das ist fast so wie bei Test Drive für diese scheiß Frau da. Warten zur Werkstatt zur Inspektion zu fahren. Diese Frau, die es nicht selber kann und halt auch irgendwie von einem verlangt, dass man das in einer Sekunde macht. Die verlangt, dass man mit ihrem Bugatti Veyron in einer Sekunde einmal über Ibiza heizt. Um es mal ordentlich auszudrücken. Hallo, hör auf, mir hier irgendwie reinzureißen die ganze Zeit, du blödes Lenkrad. Gibt mir die ganze Zeit so Seitenhiebe. War das verloren oder? Ach, war es nicht! Warum gibt es dieses Crashcamp, wo ich. Ja, okay, ich dachte gerade, das Rennen wäre vorbei oder so, weil ich es verkackt habe. Oh, meine Güte, ich drehe durch. Es ist so undurchsichtig. Was hier passiert. Ich glaube halt auch wirklich, das ist halt, wie gesagt, noch viel, ja, ist es auch, viel schlimmer ist durch die Dings. Jedes Mal, wenn ich da was zu sagen will zu dem, ich sollte echt damit aufhören. Jedes Mal, wenn ich was zu den, oh, hör doch auf, du blödes Spiel. Jedes Mal, wenn ich was dazu sage zu der scheiß WLAN-Verbindung, dann crasht sie komplett. Alter! Das, ich hatte gerade wieder einen einsekündigen Aussetzer komplett im Lenkrad. Und warum hatte das scheiß Rennen im Rückwärtsgang? Meine Fresse, ey. Kann ich jetzt bitte einfach mal normal fahren? Ohne dass mich hier das erstbeste Auto komplett wegrammt oder das Lenkrad mir hier immer abhaut wie sonst was. Oder sonst wie was. Ohne dass es komplett 1-Sekunden-Aussetzer hat, das Lenkrad. Ohne dass die Datenrate so doll runtergeht, dass ich gar nichts mehr sehen kann. Und bitte auch so vielleicht, dass wenn ich schalte, dass es dann noch schaltet. Ich will auch gar nicht die Test Drive 1 Experience haben hier. Hallo, hallo. Meine Fresse. Es reagiert hier fast gar nichts. Ne? Ich würde halt beinahe jetzt, wenn ich das hier so sehe, würde ich beinahe sagen, die Probleme von Test Drive 1 kommen auch daher, dass ich es halt über Dings spiele. Aber das Witzige ist, Test Drive 1 spiele ich ja nicht über WLAN. Test Drive 1 spiele ich auf diesem PC. Das heißt also, bei Test Drive 1 sind das wirklich Bugs. Beziehungsweise halt, ja, also Probleme aufgrund neuerer Hardware wahrscheinlich. Dieses Tempo halten. Wie denn? Dieses Tempo kann ich auf keinen Fall halten. Weil dann bin ich
gleich komplett sonst wo in der Botanik. Alex, wenn du gewinnst, frage die Jungs nach Daria. Meine Schwester steckte tief in der Five-Tens-Szene hier. Verstanden. Wir brauchen die Jungs auf unserer Seite, Alex. Wenn du ihren Respekt willst. Aber ich mochte das wirklich ganz gerne eigentlich bei diesem Spiel, dass dieses Spiel halt noch so ein bisschen Need for Speed-mäßig war. Also mit diesem Story-Aspekt und all den ganzen Krams. Das ist nicht der Eindruck, den du erwecken willst, Alex. Doch, das ist der beste Eindruck, den ich erwecken kann, meine Frau. Was auch immer ich gerade sagen wollte. Ich weiß es nicht mal. Ich weiß wirklich nicht, was für ein Wort ich gerade sagen will. Ich habe mit früh angefangen, was aber irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich wollte meine Freunde sagen, glaube ich, aber ich wollte eigentlich sie als Einzelperson ansprechen. Also, und auch was Weibliches sagen. Also insofern macht das irgendwie alles keinen Sinn. Hallo und wieder verkehrt. Ey, ich glaube es nicht. Wie soll ich das denn jemals schaffen, dieses Scheißding? Ich kann nicht lenken. Alex, die hiesigen. Und er startet im fucking Rückwärtsgang. Und er schaltet halt nicht mehr am Anfang, wenn ich direkt zweimal hochschalte. Schalte erstmal nur in Leerlauf. Da er ignoriert dann einen der beiden Schaltvorgänge schon erstmal komplett. Aber halt diese Verzögerung, dass er nicht einlenkt, dass er immer so einen riesen Schlenker macht. Also er macht immer so einen Schlenker, anstatt nur nach links zu lenken. Macht er so nach links und direkt und dann so einen riesen Schlenker wieder zurück nach rechts. Wo ich nur kurz nach links und wieder in die Mitte lenke. So sollte sich kein Auto verhalten. Oh, vielleicht sind die Vegas-Jungs doch etwas zu heiß für dich. Ja, vielleicht. Halt das Tempo, Alex. Vielleicht ist das Problem auch einfach, dass ich gerade in den zweiten Gang runtergeschaltet habe und immer noch im dritten war. Und mit dem Auto halt auch einfach nicht geradeaus fahren kann. Also doch, geradeaus geht noch gerade so. Er wackelt dann zwar wie wild irgendwie an seinem Lenkrad, wo aber eigentlich nichts passiert, aber das ist halt doch das, was mit am meisten irritiert an diesem Spiel. Wenn es halt um die Lenkung geht. Dass der Charakter halt immer wie wild am Lenkrad wackelt und man dann zum Beispiel halt dann kurz ein bisschen nach links lenkt, der denkt, der hat halt auch zurückgelenkt dann so und dann macht er aber so einen riesen Schlenker zurück. Egal, wir sparen jetzt hier Querfeld ein. Es ist mir so egal. Vielleicht ist das das, was es bringt. Hops, wieder auf die Straße. Oh, es hat nicht gereicht. Oh mein Gott. Es hat nicht gereicht. Ich dreh durch. Die Dings war nicht hoch. Oh, dieses Ich will's nicht mehr. Ich wollte nur ein kurzes, kleines, blödes Rennen fahren, um danach etwas Vergleichbares mit der Zeit zu. Warum war ich jetzt im ersten Gang? Warum? Warum war ich jetzt nicht im Rückwärtsgang? Ja, das Spiel weiß doch einfach nicht, was es will. Halt das Tempo, Alex. Ja, halt das Tempo, Alex. Witzig. Das ist schon wieder, ne? Ich habe nur dran gedacht. Ich habe gerade dran gedacht. Oh, das ist ja krass. Krass, jetzt funktioniert das gerade einigermaßen gut. Jetzt, das Bild ist gerade voll scharf und so. Ich habe es wirklich nur kurz gedacht und direkt war wieder das gelbe Teil aufgetaucht und es ist auch wieder maximal pixelig geworden. Ich glaube es nicht. Ah, hallo, hallo, ich möchte weiterfahren. Bitte nicht Aussetzer hier machen im Lenkrad, danke. Hallo, liebes Spiel, ganz ruhig hier, ja? Bitte am Start bleiben. Und mein armes Lenkrad, das kann gar nichts dafür. Wenn ich das jetzt auch nicht schlage, dann geht es hinterher noch wirklich kaputt. Oh, dieses Spiel, ne? Und ich wollte dieses Spiel eigentlich spielen, um das Spiel zu loben. Wie geil das ist und so. Aber das mit dem Handling
hatte ich auch vergessen, wie scheiße das war. Und ich wusste halt nicht, dass das Spiel hier so schlimm über die WLAN-Verbindung läuft, dass das Handling halt einfach, also, dass es halt unplayable macht. Alex, wenn du gewinnst, frage die Jungs nach Daria. Meine Schwester steckte tief in der 510. Hallo, dreimal geschaltet, jetzt beim dritten Versuch endlich mal Eingang runter. Dankeschön. Beliebt, dass das Spiel deswegen versucht, meinen Eingaben zu entsprechen. Ich meine, es könnte es ja auch einfach von vornherein ganz lassen. Das heißt, es, ne, es gibt schlimmere Sachen, gebe ich ja zu. Aber immerhin versucht es das. Das ist so. Nicht der Eindruck, den du erwecken willst. Nee, aber das ist meine Chance jetzt. Verdammt, zu gewinnen. Du stellst dich echt gut an. Nee, tue ich nicht, ehrlich gesagt. Aber macht doch nichts. Das ist nicht, was zählt. Ich habe aber dieses Bedürfnis, jetzt tatsächlich zu gewinnen, und das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Wehe, wenn jetzt noch irgendwas Blödes passiert, ne? Dann raste ich ja so aus. Wenn jetzt zum Beispiel das Lenkrad komplett ausfällt, ey. So. Alter. Toll, Gold. Toll, toll. Ich musste ja auch gewinnen. Vorher konnte ich das Spiel nicht weiterspielen. Sowas liebe ich immer bei Dingern. Weißt du, bei Rennspielen immer dieses mit dem Gold gewinnen. Und so, oh toll, du hast Gold gewonnen. Ja, okay. Das Spiel lässt mich aber auch nicht weiterspielen, wenn ich nicht Gold gewinne. Dann komme ich in der Story nicht weiter. Und dann, es geht auch wieder weiter. Das Tattoo lügt nicht. Ich suche nach einer 510 aus der Gegend. Daria. Kennst du sie? Nein. Aber ich höre mich um. Okay, wir müssen nicht noch was anderes machen. Sehr gut. Die Mission ist zu Ende, glaube ich. Hoffe ich. Ja, klingt so. Das Gefühl, mein, ja, es ist komplett. Warum ist mein Dings komplett verrutscht hier oben mittlerweile? Mein, ist das da runtergefangen? Ja? Warum ist mein Pedalset ist irgendwie komplett. Muss man nicht verstehen, ne? Muss man nicht verstehen. So, jetzt will ich aber. Nein, da. Ist ja schon wieder scheiß heiß. Warum ist es so heiß hier? Ich schwitze gerade wie sonst was. Ich, so, jetzt will ich halt hier irgendwas fahren, was wir hier mal ordentlich fahren können. Und zwar fand ich das ganz nett, diese Idee mit Punk's Attorney. Dafür müsste ich wissen, wo Punk's Attorney ist. Das soll, glaube ich, in Pennsylvania sein. Das wäre hier. Und da Pennsylvania hier ist, nee, da ist, müsste dann auch hier irgendwo Punk's Attorney sein. Ist es. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal hier so hin. Wegpunkt setzen. Das ist aber von da, wo wir sind, gerade ein bisschen blöd aus Las Vegas. Ich würde sagen, wir können ja mal. Dann machen wir es doch mal anders. Wir gehen mal hier oben nach Salem und fahren von da aus nach Punk's Attorney. Und suchen uns ein Auto, was wir auch in einem anderen Teil haben. Mal schauen, was das sein könnte. Ford Focus S 2010. Ha ja, habe ich, glaube ich. Aber Gelände könnte sein. Ja, sowas ähnliches habe ich auch in einem anderen. Den könnten wir glatt mal fahren. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, hier bei dem Haus gibt es eine Mission tatsächlich bei The Crew 2. Also ein Dings, wo man da mal hinfahren muss. Da gibt es ein Autowrackteil, aber ich nehme mal an, dass das halt eins ist, was ich schon habe, ne? Sonst wird das da wohl nicht so angezeigt werden. Gehe ich mal von aus.
und dann fahren wir den hier mal ein Stück und danach fahren wir vielleicht mit dem Dodge Charger noch ein Stück und danach noch den Nissan Fairlady ein Stück, damit wir einfach mal ein paar... Hallo! Alter, die WLAN-Verbindung, was ist denn da los? Hallo? Hallo? Vor allem, weil das halt die ganze Zeit funktioniert hat bei Test Drive. Warum ist das jetzt hier bei The Crew so schlimm? Ey, hallo? Vor allem, ich kann hier auch die Online-Funktion hiervon leider nicht ausschalten oder so. Was geht denn da ab, ey? Ich meine, so ist es jetzt gerade nicht spielbar. Könnte es bitte wieder... Könnte es bitte einfach nur irgendwie wieder in den spielbaren Bereich kommen? Danke. Hallo. Ey, was auch immer da gerade vor sich geht, muss doch irgendwann mal vorbei sein, die Störung. Okay, The Crew 1 hängt gerade so ein bisschen an, also hört gerade so ein bisschen auf, Spaß zu machen. Auch wenn es hier sehr hübsch ist. Die Bäume sind hier sehr schön und so. Alles sehr schick. Der Wagen auch sehr schick in dem Fall hier. Und guck mal, die Straße, also wirklich, ich finde, dass die Spiegel sehen hier so viel besser aus. Ich war mir nicht sicher, aber doch, ich finde, die Spiegel sehen hier viel besser aus. Hier kann man was damit anfangen. Also auch wenn man leider trotzdem die Autos hinter einem nicht sieht. Oh, doch, das tut man sogar so halbwegs. So ein bisschen, also komische Schatten. Kilometer sind es von dort nach dort und ich finde, das ist hier doch sowas, da kann man dann gut mal sehen, wie sich die beiden Spiele unterscheiden, was halt gleich ist, was anders ist. Ein bisschen Flucht können wir auch dabei noch machen, vorausgesetzt, der Wagen hört nicht komplett auf hier zu lenken wieder und das Nitro funktioniert. Jetzt weiß ich auch wieder, warum das Spiel so scheiß schwer war. Es gab ein paar Rennen, die haben echt Spaß gemacht. Wie zum Beispiel, als man das erste Mal da oben so dann irgendwie nach Chicago, man ist von irgendwie Detroit nach Chicago gefahren oder so. Irgendwie da oben rum von der anderen Seite oder so. Es war irgendwie richtig, gab so ein richtig cooles, längeres Rennen mal da, relativ am Anfang von The Crew 1. Und das war halt schon, das habe ich damals sehr gefeiert, war sehr cool. Ja, komm, geh nochmal. Ja, komm, mach halt. Blend mich einmal aus, geh da ein. Wenigstens startet man im ersten Gang, was bei The Crew 2 nicht unbedingt immer so ist. Da bleibt man, glaube ich, immer in dem Gang, wo man zuletzt war. So, ich bin der Meinung, so, ich muss mir jetzt nochmal angucken. Ja, ey, komm, die Autos sehen... Jetzt kann mir keiner was anderes erzählen. Die Autos sehen viel besser aus, der Verkehr, als bei The Crew 2. Ich finde wirklich der Verkehr. Es sind die gleichen Automodelle anscheinend. Und die Jahrlinie-Event. Stimmt, die gab es ja auch noch. Ups, verkackt. Ich wende jetzt nicht, um das Event zu machen. Ich fand das ganz cool, dass es hier noch diese Points of Interest halt immer gab. Das waren diese komischen Verkehrshütchen da. Die wahrscheinlich eher Leuchttürme oder sowas darstellen sollen. Aber das sind halt so Points of Interest. Die fand ich auch immer ganz cool, dass man die hier auch so suchen konnte. Und dann gab es ja noch, wie bei Assassin's Creed mit den Türmen und so, gab es hier die... Und Far Cry mit den Funktürmen und so, gab es hier die Satellitenschüsseln, um halt Teile der Karte aufzudecken. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Die gab es bei The Crew 2 natürlich nicht. Das heißt natürlich, die gab es bei The Crew 2 nicht und wird es offensichtlich in The Crew Motorfest auch nicht geben, nach dem, was wir gesehen haben.
Wow. Ah, die Straßen sind einfach breiter hier. Was ich halt nicht weiß, ob das hier so realistisch ist bei so einem komischen Feldweg hier, der aber vielleicht auch eigentlich eher eine Straße sein sollte und deswegen auch also von der Breite her okay ist. Also bei The Crew 2 wirkt die Feldwege von der Breite her eher wie Feldwege, sind aber an Stellen halt, wo man der Meinung ist, da sollte vielleicht eher eine Straße sein und kein Feldweg. Okay, das ist auch ein richtiger Feldweg. Oder es kommt ein Zug. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Achso, wir sollen noch gar nicht dahin. Wir müssen nur hier hin. Und eigentlich sogar auf die andere Spur. Da war noch eine Straße davor. Upsi. So, wenn es noch 10 Kilometer sind, wechseln wir vielleicht nochmal das Auto bei Gelegenheit, damit man mal ein bisschen nochmal sehen kann mit anderen Autos, wie so das im Verhältnis ist. Und das Gefühl für die Map-Scale, ich weiß nicht, wie findet ihr das so? Also ich finde es hier tatsächlich ein bisschen besser. Das Gefühl für die Map-Scale ist hier ein bisschen besser als bei The Crew 2, finde ich. Dadurch, dass die Straßen breiter sind irgendwie so und das alles, wirkt das hier realistischer. Muss ich einfach mal sagen. Und ich finde es auch cool immer noch die Sache, dass sie halt auf eine kleinere Insel jetzt gehen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt unbedingt jetzt Hawaii sein muss, was schon ein bisschen ausgelutscht ist bei The Crew Motorfest. Aber ich muss sagen, es wäre halt auch echt cool gewesen, tatsächlich in der gleichen Scale wie das hier auch in so groß, vielleicht halt tatsächlich in The Crew Europa zu sehen. Ne? Also es wäre schon ganz cool gewesen. Oder, was man halt eben auch machen könnte, ich meine, gut, das hat jetzt Forza wiederum zwar auch schon getan, aber ich meine, man hätte halt auch für The Crew 3 tatsächlich auf Großbritannien gehen können. Großbritannien ist nicht ganz so groß, das ist nur ein Land, ist aber eine Insel, deshalb eignet es sich gut als Map. Und, also abgesehen von Nordirland. Und insofern, also finde ich, wäre halt Großbritannien, oh, das wollte ich nicht, eigentlich eine schöne Sache so. Ich finde, das würde sich halt eigentlich eignen. Wäre halt auch schön gewesen, weil da hätte man die Scale nur ein bisschen größer halt machen können, so wie man es jetzt ja offenbar auch gemacht hat, sie nur ein bisschen größer gemacht. Also gut, schon ein Stückchen größer, also schon ein ganzes Stück größer, glaube ich. Aber halt, ne, man hätte die Scale einfach nur ein bisschen größer machen können und dann dafür halt ganz Großbritannien abbilden. Und das wäre halt auch ziemlich cool gewesen, weil, ja, wie gesagt, Insel nicht so groß, also schon ein bisschen Potenzial da. Aber weil ein ganzes Land und so, jetzt probieren wir mal ein anderes Auto und entscheiden uns mal gerade für etwas anderes, was wir definitiv haben. Und zwar haben wir definitiv auch im anderen den hier. Das ist zwar ein bisschen geländiger als der andere Gelände in dem anderen Spiel, den wir haben, wo wir den haben, aber egal. Cool, mal wieder Aussetzer. Der Nissan Fair Lady. Oh Mann, Leute. Komm, ich will ein bisschen höhere Datenrate. Ich will noch ein bisschen was von der Welt sehen können. Wenigstens ein bisschen.
Ah, die Stelle hier kenne ich auch ganz gut. Oh, hört ihr das? Das bedeutet, hier gibt es, glaube ich, einen Autowrack. Das könnten wir uns gleich mal anschauen, ob wir das finden. Okay, irgendwo da oben. Wir fahren in die Nähe. Das ist sehr gut. Ich nehme an, das ist hier irgendwo. Cool, haben wir sogar noch was gefunden. Da ist es. Cool. Vom Hub Run. Hub Run. So. Das wollte ich sagen. Nein, komm, ich habe doch geschaltet. Steht da unten eigentlich wirklich, wie viele Kilometer wir mit dem Auto schon gefahren sind? Unter der 1, also unter dem ersten Gang unten links im Tacho? Das würde mich auch mal interessieren. Also wir werden es ja gleich rausfinden. Okay, das ist auf jeden Fall gerade ein hochgegangen. Okay, ein Kilometer geht hier sehr schnell vorbei. Das heißt, es sagt mir, es sind keine... Also sind Map-Kilometer und keine echten Kilometer in der Ingame-Welt. Also sie werden mitgescaled. Und da sie dann die Zahl jetzt so niedrig ist, dann muss sie von diesem Fahrzeug kommen. Und das kann es nicht sein. Nein, ich will nicht Flucht machen. Danke. Schon schick hier eigentlich die Gegend, ne? Wirklich schick. Aber ich finde, die nassen Straßen sehen hier schon auch echt ganz gut aus. Nur manchmal ein bisschen zu nass hier. Irgendwie diese Riesenpfützen da. Ich finde, die Scheibenwischer sind eigentlich auch ganz gut gelungen. Die sind auch halt bei der Q2 nicht wirklich besser. Die sind genauso. Ich finde, hier sieht halt bei Regen ein bisschen die Beleuchtung besser aus. Finde ich. Also so dieses... Glaube ich. Aber es regnet auch irgendwie so selten die Q2. Ist da jetzt wirklich ein Weg oder ist das jetzt schon wieder so eine Kack-Angabe? Ne, okay, da ist wirklich ein Weg, okay. Weil bei The Crew 2, ich weiß nicht, ob das bei The Crew 1 auch schon war, bei The Crew 2 ist es halt manchmal, dass er dann so richtig Querfeldeinrouten nimmt, aber ich glaube, es liegt bei The Crew 2 mehr dran, dass du ja auch im Flugzeug unterwegs sein kannst und manchmal denkt er dann so, oh, okay. Wenn er halt nicht gleich checkt, dass du auf einer Straße gerade bist, dann macht er einfach die Verbindung so quer. Und, Luftlinie und das ist halt ein bisschen komisch. War auch schön, oder? Auch schönes Auto. Krass, noch ein Ding. Wir sind in Punxsutawney. Sehr schön, wir sind schon da. Da wenn mich eben gerade diese Murmeltierfigur hier. Da oben. Tada! Warum auch immer hier diese absolut hübschen Murmeltierfiguren haben. Das muss man nicht wissen. Aber... Okay, wir fahren mal hier rum. Ich schätze mal, da irgendwo in der Straße dazwischen wird sich befinden. Wo waren wir hier noch nicht? Punxsutawney.
Da müsste es sein, oder? Hab ich's richtig gesehen? Dass da was steht? Ich habe es gerade nicht richtig sehen können. Ah, es muss ja hier sein, oder? Da ist es. Nice. Okay, wir sind nach Paxitoni gefahren. Ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze und das machen wir jetzt auch nochmal in The Crew 2 und dann sehen wir da nochmal den Vergleich und dann, ja, glaube ich, kann es danach dann auch mit The Crew 3 Motorfest weitergehen. Es sei denn, wir sehen es dazwischen nochmal in Test Drive 2, also wenn halt wirklich noch Zeit ist danach, jetzt die Videos alle oben sind und immer noch Tage übrig sind, dann werde ich nochmal ein bisschen Test Drive 2 jetzt spielen, um da vielleicht tatsächlich doch auch nochmal nach Hawaii zu kommen. Damit wir einfach da die Map nochmal haben zum Vergleichen mit The Crew Motorfest dann gleich, sobald es rauskommt. Das wäre vielleicht nochmal so. Ja, ansonsten, bis dann, Leute. Tschüss. Wir sehen uns gleich in The Crew 2.